gerade den Amazonas runter, 1500 Kilometer, von Manaus nach Belém. Man muss ein bisschen aufpassen, es ist ziemlich viel Treibholz im Fluss, aber das Beste ist, wir brauchen gar keinen Sprit. Wir fahren nämlich auf einem Ponton. Eine Balsa auf Portugiesisch. Nachts, jetzt fahren wir aufs Raft, aufs Balsa. Jetzt haben wir, glaube ich, 12 Stunden gewartet bald. Die haben sich ziemlich verzettelt mit Abladen und Aufladen. Und ich weiß überhaupt nicht, wie wir da noch draufpassen sollen. Der Rote, der fährt bis ganz hinten durch. Alles voll. Sieht aus, als wäre das Bus schon voll. Dann kommt der nächste LKW da drauf hin. Der ist 15 Meter lang. Ja, 26 Meter. Wo sollen wir denn da noch hin? Vamos, nos? Oye, vocês? Ja, du bist dran. Auf geht's. Ja, bist gut dabei, schön gerade weiter. Am nächsten Morgen erwachen wir in voller Fahrt mitten auf dem Amazonas. Bis zur Atlantikküste werden wir 5 Tage und 5 Nächte fahren, eingepfercht zwischen LKWs. Ob das Spaß macht? Wir haben uns gestern spät nachts noch eingeschifft und jetzt teilen wir uns eine Woche lang dieses Ponton mit 25 Containern und Trucks und ja, wir sind die einzigen Reisenden. Das ist ganz lustig. Und das ist das Schiff, was uns schiebt. Arbeitet rund um die Uhr in 3 Schichten. Anlanden oder stoppen ist nicht vorgesehen. Lalalalalala. Lalalalalala. Lalalalalala.
Der Amazonas ist der Highway von der Küste bis weit ins Landesinnere. Straßen gibt es hier nicht. Vom kleinen Fischerboot bis zum Containerschiff ist alles unterwegs. Der riesige Strom ist selbst für hochseetüchtige Ozeanriesen bis nach Iquitos in Peru schiffbar. Das sind 4000 Kilometer landeinwärts. So ganz ohne ist das alles nicht. Die nächsten Tage gehören zum Gefährlichsten, was wir den Kindern bisher zugemutet haben. Und die Angst davor hat mir im Vorfeld schon schlaflose Nächte beschert. Könnt ihr mir mal erklären, was man hier nicht darf? Was ist das für eine Grenze? Kindergrenze. Und was ist das? Der Amazonas. Spannend ist hier, damit wir nicht in das Wasser stürzen. Ich habe solche Albträume gehabt schon, weil ich halt mir Sorgen mache, dass diese Kinder da von der Kante fallen. Es ist einfach nicht ausgerüstet für Personentransport, sondern reine Fracht, ein Frachtfloß. Keine Reling, keine Schwimmwesten, keine Rettungsringe. Aber wir haben hier deswegen diese Barriere und bis jetzt, toi toi toi, die Kinder das echt diszipliniert und gehen nicht nahe an den Rand hin. Ja, dann dürfte es auch immer wieder sehen gehen. Damit das Unsägliche nicht passiert, haben Rallo und ich uns vor der Abfahrt geschworen, die Kinder jede Sekunde im Auge zu behalten. Nicht so leicht bei 400.000 Sekunden an Bord. Aber beim Wachdienst bekommen wir unerwartete Hilfe. Rund 20 Trucker verbringen den Tag immer in unserer Nähe, denn wir parken am besten Panoramaplatz. So ist die Kindergrenze dauernd unter Beobachtung. Und die Jungs, sonst nicht immer so folgsam, spüren den Ernst der Lage und halten sich an ihr Limit. Also entspannen wir uns langsam und üben unser noch kaum vorhandenes Portugiesisch mit unseren neuen Freunden. Tatsächlich haben wir viel Zeit, nicht nur um unsere Zwillinge zu bewachen, denn auf der Floßfahrt gibt's sogar Vollpension. Fia, gehen zum Schiffkoch! Jetzt kommt der wichtigste Ort an Bord. Hier ist die Schiffsküche. Allein kocht der Smoothie drei Mahlzeiten am Tag für rund 30 Mann und mich. Die Kinder finden es jedenfalls super.
Im Amazonas fließt mehr Wasser als in den 6 nächstgrößeren Flüssen zusammen. Er wird von 100.000 Zuflüssen gespeist aus einem Einzugsgebiet größer als Europa. Unweigerlich zieht uns dieser gewaltige Sog mit. Und langsam beginnen wir, diese skurrile Floßfahrt zu genießen. Hat so einen gewissen Industriecharme zwischen Trucks. Ja, hier oben der Güterverkehr. Wir haben uns jetzt für entspanntes Reisen entschieden. Diese Passage kostet jetzt 360 Euro. Und dafür, für den Trip mit dem LKW, hätte man mindestens das gleiche in Diesel angelegt. Aber ökologisch gesehen ist es natürlich besser. Und es ist ganz nett hier, der Cruise. Und so wird der gefürchtete Horrortrip zu unserer Lieblingsetappe. Schon ein paar coole Standplätze auf dem Trip, aber der schießt, glaube ich, den Vogel ab. Auf einem Floß, auf dem mächtigsten aller Flüsse, Pole Position und Amazonien zieht an einem vorbei. Besser geht's nicht. Kaum versinkt man so ein bisschen in Naturbewunderung, da knattert neben einem plötzlich wieder ein 40-Tonner los. Echt idyllisch hier! Wow! Ein echter Trucker kann den Fuß einfach nicht lang vom Gaspedal lassen. Das ist ja jetzt kein Kreuzfahrtunternehmen hier. Den LKW-Fahrern ist wichtig, dass die Batterie voll ist. Ja, denen ist ein bisschen langweilig. Die tun hier Wäsche waschen und Fahrzeug waschen und natürlich immer wieder mal den Motor anlassen, weil es herrscht die Mär, dass dieses Stahlfloß die Batterien entladen würde. Und deswegen reihum lassen sie mal schön ihre Trucks nattern. Sie vermissen ihre Motoren schon und deswegen lassen sie immer wieder mal laufen. Eine schöne Geräuschkulisse zum Frühstück. Aber manchmal herrscht Ruhe, wenn sich alle in der vielleicht schrägsten Chill-Out-Area Brasiliens treffen. Und natürlich müssen wir jeden Tag auf die Brücke im obersten Stockwerk. Oi, Comandante. Oba. Senta aqui, ó. De roda. Du darfst mal steuern. Dann fahr uns nichts wo dagegen. Wuhu!
tief für einen großen Fluss, oder? Nein, muy profundo. Muy profundo. Ja, 29 Meter. 30. 29, 30. Man, no es muy profundo para... Ja, más o menos. Ah. Pero es más profundo. Sí. Das Amazonasbecken ist die größte Wettermaschine des Planeten. Und manchmal brechen die Naturgewalten über uns herein. Kinder, es geht wieder wie die Sau. Wachst mir gleich das Spülwasser hier raus. Schöner Seegang. Flussgang. Ach ja, Flussgang. Inzwischen haben wir das riesige Flussdelta erreicht und der spannendste Teil der Reise beginnt. Ey, alles so lebt, gell? Was wir nicht filmen dürfen? Seit gestern Nacht sind bewaffnete Wachleute an Bord. In der Vergangenheit gab es immer wieder Raubüberfälle und sogar gekaperte Pontons. Wir sind jetzt schon im Amazonas-Delta. Plötzlich alles ganz schmal, der Fluss teilt sich in 100 verschiedene Arme auf. Nein, ich lasse euch sicher nicht los. Und schau mal, lauter Inseln, Flussarme und alles ganz verästelt. Der Verkehr ist der gleiche wie im kilometerbreiten Hauptarm weiter flussaufwärts. Und die Crew ist vollgefordert, damit wir mit niemandem kollidieren, vor allem nachts in voller Fahrt. Und manchmal treffen unsere Trucker-Freunde ihre Trucker-Freunde im Gegenverkehr. Das hier sehen wir leider auch immer wieder. Ganze Wälder werden abtransportiert. Tropenholz für den Weltmarkt. Die Stimmung auf unserem Ponton ist tiefenentspannt. Einmal laufen wir auf Grund und niemand regt sich groß auf. Wir sind längst im Einflussgebiet der Gezeiten und eine Stunde später spült uns die Flut wieder frei. Das passiert wohl ständig. Schließlich trägt der Amazonas rund 1 Milliarde Tonnen Sediment im Jahr hier vorbei. Die letzten beiden Tage fahren wir an der Ilha do Marajó entlang, einer Flussinsel so groß wie die Schweiz. 250.000 Menschen leben hier, meist in Stelzenhäusern, und wir können ihnen fast ins Wohnzimmer schauen. Oft sind ihre kleinen Kanus die einzigen Verkehrsmittel. Und Entfernungen werden hier in Bootsstunden gemessen. Ewig könnten wir noch durch diese Wasserwelt fahren und die Eindrücke aufsaugen. Hier siehst du noch den Strudel? Von zwei Delfinen. Ja, wir haben gerade Delfine gesehen, aber es war zu schnell vorbei für die Kamera. Zwei Delfine? Ja, und ich glaube, die waren Salzwasser. Ja. Weil wir sind schon ganz nah am Meer. Ich habe eine! Ich habe irgendwas Rosanes im Wasser, Leute. Und so ein kleines Loch, das nicht weitergeht. Ein.
Wir sind echt traurig, als nach 5 Tagen die Floßfahrt zu Ende geht. Im Nachhinein scheinen mir meine anfänglichen Sorgen so unbegründet, verflossen wie das Wasser, das unter uns durchströmt. Was bleibt, ist die Erinnerung an die außergewöhnlichste Offroad-Etappe des gesamten Trips auf dem mächtigsten Fluss der Erde. Wasser, Sand. Da kam jetzt das ganze Dorf. Los, los, los!